Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich hatte von dem Spiel, was ich letztes Jahr gespielt habe, geredet und mir fiel der Name nicht mehr ein. Ich hatte von Division gesprochen. Das habe ich eine Zeit lang gespielt. Hat auch viel Spaß gemacht. Problem war, naja, die Erweiterung. Dann immer wieder die gleichen Missionen spielen. Das fand ich so ziemlich öde. Und dann habe ich aufgehört. Ja, das wollte ich nur noch anmerken. Falls dann irgendjemand kritzelt, was könnte ich denn gemeint haben? So, die Säule ist fertig. Dann werden wir doch... haben wir auf der anderen Seite. Am besten nochmal runterspringen und nochmal den Fuß brechen. Ich glaube nicht. Das werden wir diesmal anders machen. So, hoffe ich zumindest. Alle Füße noch dran. Theoretisch könnte ich das ja mal bei der Gelegenheit gleich mal ein bisschen aufwerten hier. Aufwerten im Sinne von, ich ziehe die Wand etwas höher. Und überleg mir gleich die nächste Geschichte, die ich erzähle. Weil wir beim letzten Mal in Malaysia waren. Absolut empfehlenswertes Land, falls man sich den Nahen Osten nicht antun möchte. Also Nahe Osten. Also. Wenn man da jetzt so an Persien und Co. denkt, gibt's ja schöne Orte und Stellen. Aber so aktuell, so mit der politischen Lage, besonders für Frauen, zieht's mich da überhaupt nicht hin. Aber ich wollte mir halt doch schon mal so Islam-Moscheen anschauen. Und dafür eignet sich halt Malaysia wunderbar. Und das Land ist halt, also, wie soll ich sagen, extrem kunterbunt. Die, Ureinwohner sind halt alles islamisch. Und dann gibt es halt noch die chinesischen Einwanderer und die indischen Einwanderer. Und da hat man so eine Bevölkerungszusammenwürfung von, ich weiß nicht, ob das wirklich genau 33, 33, 33% sind, aber so in etwa. Es gibt da halt wirklich eine ganze Menge Inder und eine ganze Menge Chinesen. Und das macht es halt auch total interessant. Gerade auf Penang, ich habe da mal so ein paar Videos gesehen, die haben wirklich jeden Tag irgendein Fest. Also entweder ein indisches, also hinduistisches oder ein buddhistisches Fest oder halt irgendwas islamisches. Es gibt immer irgendwas zu feiern. Und mittlerweile verschmelzen da die Religion schon. Da gibt es welche, die sagen sich einfach nur, alle meine Götter sind, habe ich gern und ich tue mich denen ein festlegen, sondern sind halt alle toll und ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Und dieses Land ist halt, naja, man muss halt aufpassen. Also ich war immer die ganze Zeit schon bedeckte Schultern, bedeckte Knie. Aber ansonsten waren die Relle recht freundlich und war schön. Ich war das erste Mal in meinem Leben in einer Moschee gewesen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da rein darf. Wir haben da einfach nur, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Kittel bekommen. Und dann durften wir da rein uns umgucken. War interessant zu sehen. Auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Ist jetzt nicht so meine Kultur. Aber okay. Wem das gefällt. Bitte sehr, ne? Also sagt ja niemand, dass wir das hier richtig machen und die machen alles falsch oder umgedreht. Aber ich wollte es halt mal sehen. Aber was halt in Malaysia wirklich absolut der Horror ist, die haben halt Öl, die haben wirklich, die sind echt reich. Man braucht halt überall ein Auto hin. Autos werden da, soviel ich weiß, subventioniert.
Und das Öl ist halt, sprich Benzin, ist halt günstig. Und jeder fährt halt ein Auto. Also in Kuala Lumpur, der Hauptstadt, gibt es schon Busse und Nahverkehrsmittel. Aber wir sind zum Beispiel nach ich krieg's nie raus. Habe ich mal wieder einen Knoten in der Zunge. Kuala Terengganu. Also das Terengganu ist richtig, aber das erste Wort bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist an der Ostküste. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und dann da wegzukommen war ein Problem. Also wegkommen im Sinne von, wir würden gerne wieder woanders im Land hin. Und da fährt wirklich einmal am Tag nur ein Bus. Und sonst gibt es da nichts. Kein Zug. Und auch nichts anderes. Ja, und das war jetzt nicht das einzige Problem. Wir wollten die schwimmende, also the floating mosque, also die schwimmende Moschee besuchen. Und meine Freundin und ich, wir waren da zusammen unterwegs. Und wir sind beide relativ sportlich. Also gehen viel wandern und machen andere Sportaktivitäten. Und also wollten wir dahin laufen und der vom Mieter, wollte ich jetzt schon sagen, der Hotelbesitzer, meinte so, nee, das geht nie, da kommt ihr nie hin, das funktioniert nie. Und ich so, ja, sind doch nur 14 Kilometer hin zu laufen. Ja, das geht nie, das schafft ihr nie oder keine Ahnung, also irgendwie sollte es nie gehen. Und wir sind dann einfach losgelaufen. Sind einfach los und immer am Strand lang. An dem Tag war es bewölkt, also ziemlich stark bewölkt. Interessanterweise haben wir trotzdem leichten Sonnenbrand bekommen, obwohl wir eigentlich vollständig bekleidet waren und uns eingeschmiert hatten. Also ich finde das ja sowieso in diesen südlichen Ländern mal ganz witzig, wenn die Leute sich da wirklich in die Sonne legen. Also man wird dort, ich wusste das, ich bin ja nun recht häufig in Asien unterwegs. Ich möchte runterfallen, nein. Ich bin ja recht häufig in Asien unterwegs. Und ich weiß, dass man dort auch bei Wolken, also selbst wenn Wolken da sind, wird man braun und kriegt auch Sonnenbrand. Und dann finde ich das immer ganz witzig, wenn man die Touristen sieht, die sich dann in die pralle Sonne legen. Also da hilft dann selbst der Sonnenschutz, die Sonnenschutzcreme nicht. Aber wer halt Verbrennungen dritten Grades schön findet, der sollte sich halt zulegen. Jeder so intelligent, wie er halt ist, ne? Dementsprechend muss dann der Körper halt leiden. Jedenfalls an dem Tag sind wir dann am Meer lang gelaufen. War, naja, also ganz ehrlich muss ich gestehen, am Ende, das war knapp. Also es war am Ende schon, wo ich ja noch gesagt habe, oh, ich habe langsam keinen Bock mehr. Muss ich das halt vorstellen, bei, wie warm war es an dem Tag? Also auf jeden Fall irgendwie 30, 31, 32 Grad. Ich meine, es ging, es war relativ windig. Also es war ziemlich bedeckt und sehr windig und es kam immer so eine, wie nennt sich das? Ich hab's vergessen. Wie heißt das am Meer? Dieser, das aufgepeitschte Wasser, was dann so übers Ufer kommt. Das hat irgend so einen Namen. Ich komme jetzt gerade nie drauf. Fällt mir gerade nie ein. Jedenfalls kam immer ein bisschen feuchte Luft an. Nennen wir das jetzt einfach feuchte Luft. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt einfach schon spät am Abend. Ich habe heute gearbeitet und da funktioniert das Gehirn manchmal schon nicht mehr so wirklich. Seht's mir nach. Ich erzähl mal weiter. Jedenfalls haben wir es dann nochmal geschafft. Ja. Und sind dann bei dieser Floating Mosque gewesen, haben uns die angeschaut, haben ein paar schöne Bilder gemacht. Hab da auch einen Geocache gesucht. Den auch gefunden. Und dann wollten wir wieder zurück. Und dann mussten wir feststellen, ja, dort fahren keine Taxen. Da gibt es kein Bus, keine Bahn. Sprich, gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, und jetzt wurde es dann schon Abend und dunkel und wir so, naja, wir wollen das jetzt nie wieder. Wir haben schon ein paar Stunden, sind wir schon gelaufen am Strand. Wir hatten ja jetzt keine Wanderschuhe an, wir hatten da, naja, so Flipflops an.
Und wir hatten da halt so eine ganz normal bequeme Strandspaziergang gemacht. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt nochmal 4 Stunden zurücklaufen. Also ist nie, dass wir das jetzt von der Fitness her nie geschafft hätten. Sondern wir hatten halt Hunger, wir wollten wieder zurück ins Hotel. Und dann haben wir im Hotel angerufen und der meinte so, nee, da kommt ihr nie zurück. Da fährt einfach nichts. Also das war nicht nur, dass wir nicht zu, dass wir vielleicht zu blöd waren oder vielleicht die Schilder nie hätten lesen können. Dazu muss ich sagen, dass meine Freundin halt Malay spricht. Er hat schon 3 Monate vorher dann gearbeitet. Ja, also es fuhr nichts und der hat dann seine, ich weiß gar nicht mehr, seine Kinder oder seine Neffen, also der vom, na, der Hotelbesitzer, der, von dem wir das Zimmer gemietet hatten, der hat dann, gibt's Sand? Der hat dann seine Kinder halt losgeschickt und die haben uns abgeholt. Und die haben uns dann wieder ins Hotel sozusagen gebracht. Sonst wären wir da nie weggekommen. Und der hat uns das halt auch erzählt, dass dort jeder ein Auto hat und dass, ja, sagen wir mal, öffentliche Verkehrsmittel da unüblich sind. Das ist fremde Länder, fremde Sitten. Apropos, an dem gleichen Tag habe ich die Bekanntschaft mit mit den Feuerameisen, also Feuerameisen gemacht, Fireants. Mit den roten. Sehr unangenehme Biester. Also wir hatten dann, also wir hatten angerufen im Hotel. Und der meinte so, ja, okay, wir schicken die los. Ob die haben nicht gleich Zeit. Also irgendwie muss man eine Stunde warten. Und da war in der Nähe noch ein Park. Und ich wollte halt noch einen Geocache suchen. Und dann sind wir da durch den Park gelaufen. Auf der Suche nach dem Cache. Okay, ich muss dann wieder nach oben. Sorry, dass ich jetzt gerade mal verstummt bin, aber ich habe ja gerade ein seltsames Geräusch gehört. Jedenfalls sind wir dann in den Park gelaufen und da lag irgendwie ein umgestürzter Baum und ich so, ach komm, lass uns drüber klettern. Und meine, also ich hatte einen langen weißen Rock an und meine Freundin fing auf einmal an zu schreien. Ich so, was ist denn los? Und die, ja, hier ist irgend so ein Vieh, so ein ganz komisches. Ich guck die so an und ich dachte, oh Gott, was ist denn das? Irgendwie an ihrem Schienbein, das sah ich, also da saß irgendwas Riesiges. Völlig, keine Ahnung. Ich dachte mir, das habe ich schon nie gesehen, sowas. Moment, ist das Geräusch im Spiel? Ein Zombie irgendwo, der sich hier durchgräbt zu mir? Na super. Das fehlt mir jetzt noch. Ach, da erzähle ich was von gruseligen Ameisen und dann kommt hier noch ein Zombie dazu. Ah, ich glaube, das brauche ich gerade nicht. Was habe ich denn hier eigentlich? Ach, Cola. Ich bin undetected. Das klingt nicht gut. Schau mal lieber die Steine von mir weg hier. Falls die sich jetzt zu mir durchgraben, fallen sie nach unten. Nur noch was? Na, dann rennen die ja wenigstens noch nicht. So. Okay, jedenfalls saß da so ein komisches Riesenvieh. Ich nenne das jetzt mal Riesenvieh. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nie, was das ist. An ihrem Knie und sie schrie wie verrückt. Und, ja. Wir haben dann mal, na, wie soll ich sagen, wir haben das Vieh dann entfernt. Und dann haben wir gesehen, dass da alles voller Ameisen ist. Und das war ja dann dieses Ende. Das Gruselige kommt ja erst noch. Mein ganzer weißer Rock war mit diesen Feuerameisen voll. Ich bin dort quiekend, schreiend, weggerannt auf dem nächsten Weg. Und dann,
Meine Freundin hat mir dann geholfen, die hatte zum Glück keine weiteren Ameisen an sich. Die hat dann die nächsten Viertelstunde von mir die Ameisen mit runter gelesen und er war überhaupt nicht lustig. Also es war sehr unangenehm. Also die Viecher, die krochen überall rum und also die beißen ja. Also die beißen, die machen mit ihren scharfen Kiefern, beißen die ein. Das tut schon relativ weh. Ich überlege, mit was kann man das vergleichen? Ich hatte mal ein Papagei, wenn die so zuzwicken, tut das ja schon ordentlich weh, ne? Das ist ungefähr so ähnlich. Aber dann, das ist das, wie sie in den Viechern. Die haben Gift in ihrem Hinterleib und das spritzen die einen dann in die Wunde, die sie gerade gebissen haben. So nach dem Motto, Salz in die offene Wunde streuen. Und das machen die Viecher halt. Und das ist halt, das ist echt fies. Also, ich brauche die Viecher nie nochmal. Das war halt mein erst. Also ich habe sie schon wieder mal getroffen, aber ich mache seitdem einen riesen Bogen um die und passe da extrem auf. Es hat keine bleibenden Schäden hinterlassen, aber es war eine Lehre fürs Leben. Ist erst ein paar Jahre her und ja. Nur so, falls ihr mal Feuerameisen trefft, macht einen großen Bogen drum. Ist überhaupt nicht schön. Auf die Erfahrung kann man wirklich verzichten. Gibt ja aber auch, falls solche verrückten Leute, kann man ja auf YouTube suchen, die ihre Hand dann in so ein Nest stecken und sich dann von den Viechern beißen lassen. Und mit den, also ja, wer man das braucht. So, irgendwie habe ich hier gerade keine richtige Ruhe. Nur 30. Warte mal, das klingt, dass die Holz kaputt machen. Wie können ja die Holz kaputt machen? Das geht doch gar nicht. Da müssten die auf die Plattform kommen. Ja. Das klingt wie, als wenn die gleich vor mir steht. Oder kommt die vielleicht von der Seite raus? Hilfe. Ich tue mal alles um mich schon wegschaufeln, dann kommen die wenigstens zu mir direkt dran. Ist das hier so eine Schreierin? Mann, Mann, Mann. Das Spiel ist manchmal echt gruselig. Was ist denn jetzt los? Jetzt war die Katze sogar erschrocken. Okay. Die hat gerade neben mir geschlafen, jetzt ist die in Panik verfallen. Keine Ahnung, was die gerade geträumt hat. So. Oh Gott, ist das laut. War es schon nach rum? Das direkt über mir habe ich jetzt mal noch nie freigetragen. Kannst du mir nie auf den Kopf fallen? Ah, da ist doch jemand. Ja, dann fall mal runter. Na, was willst du denn da machen? Hilfst du mir beim Graben? Oh, das finde ich aber nett.
Und jetzt? Guck mal, jetzt grab ich das einfach weg und dann... da kommt noch jemand anders von oben. Hallo? Ist der ganze Motor oder was? Ich bleib da gleich mal liegen. Wie viele sind denn das? Wie machst du denn das? Das hören wir mal auf jetzt hier. Genau. Hallo, vielleicht schlägst du mal hier mal Beton hier? Komm mal denn da hin? Ich treffe die Boni. Warte mal, ich hab da ja noch Vorschläge. Das gibt's doch gar nicht. Die macht meinen Beton kaputt. Ach, jetzt macht es nicht mehr. Tschüss. So. Ich muss jetzt hier einfach mal hoch. Gerade irgendjemand anders noch hier? Nö. Steckt jetzt aber noch mit Beton. Das kann ich später reparieren. Sieht aber hier. Huhu. Ich muss doch mal meinen neuen Vorschlaghammer ausprobieren. Hm, der geht gut. Und drüber. So, jetzt haben wir schon zwei Ecken. Oh! Und tschüss. Da habe ich aber Glück gehabt. Ja, ja. Tschüssi. Ich kann ja keine... Also, was ist denn hier los? Da kommt der Nächste. Hier, ich mach dir mal den Weg frei. Ja. Und tschüss. Das gefällt ja nie da unten. Warte mal. Guck mal, gefällt dir das? Na komm doch mal her. Ich hab da was. Ja. Na, guck mal, ich kann... Ich hab da so einen schönen Hammer. Ja, da kommt er wieder. Runde 2. Runterspringen sollte ich nicht. Das sind jetzt Hündchen. Da bleibt doch mal. So. Ist ja nichts dabei. Können wir nochmal gucken, was die Hündchen machen. Dachte ich mir doch schon. Die fallen natürlich bis unten durch. Oder springen mit kleinen Rücken hier, weil sie irgendwo zwischendrin gelandet sind. Hä? Hey. Ey, die machen meine Leiter weg? Geht's noch? Wie kommt denn ihr da ran? Moment. Spinnst du? Und tschüss. Frechdachs. Der hat meine Leiter kaputt gemacht. Mann, Mann, Mann. Da muss ich wohl ja doch noch ein bisschen Abstand schaufeln. Noch jemand, der heißer ist? So. Wahrscheinlich Stahl damit genügend habe. Oh, so viel Stahl, das ist super. Oh,
trotzdem, das ist einfach so Stahl. Juhu. Das muss einfach sein. So, jetzt habe ich schon zwei Geschichten erzählt. Ich könnte ja noch mehr erzählen, aber die hebe ich mir noch für die nächste Folge auf. Ein bisschen mehr Abstand schaffen hier. Ja. Schön, was hier alles gibt. Da sind auf jeden Fall noch Zombies da. Die graben wahrscheinlich auch. Oh, so viel Eisen ist schön. Ich hab noch Platz. Oh doch. Oh, so viel Eisen. Wahnsinn. Ich muss jetzt schon gerade dahin laufen. Das geht natürlich nicht, da falle ich runter. Komme ich nie ran, verdammt. Ich möchte eine kleine Hilfsbrücke bauen. Ah, nach oben. Jetzt. Da ist einfach so eine magische Anziehungskraft. Eisen. Ich bin undetected. Ja, yeah, 30 Skillpunkte. Mal gucken, was ich mit Teures dafür leisten kann. Na? Also zum Einstürzen bringe ich den ganzen Block sowieso noch. Aber ich möchte halt nicht wählen, dass jetzt hier die Hunde oder Zombies aber von da hüben mir die Leiter kaputt schlagen oder irgendwas anderes. Oh nee, sind die Hunde weg? Mist. Ich wollte eigentlich das Fell haben. Ich dachte, die bleiben ein bisschen liegen. Das ärgert mich jetzt. Hier ist ja auch ein ganz schönes Loch. War ich das? Ich hoffe. Sind da noch Hunde da? Nee, also eigentlich dachte ich... Verdammt. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich das Fell noch holen könnte. Schade. Solange natürlich da oben... Ach, was ich jetzt natürlich nie sehen kann. Die Zombies noch bis zur Mitte kommen. Fallen sie mir natürlich noch aufs Dach. Aber das soll ja nicht so bleiben. So. Jede Menge Sachen wieder gesammelt. Ah, super.
Langsamer Stahl. Ach, das klappt doch wunderbar hier. Dann Erde. Was haben wir denn noch? Sand. So, Steine können wir gleich mal hier rein entleeren. Auch schon wieder Zement ansetzen. Und hier auch. Das ist dann das nächste Mal, wenn die Spiele wieder fertig. Steine rein. Sogar Leben. Okay. Kohle. Das rein. Okay. Haben wir es wieder. Jetzt mal Hunger werde ich haben, das sehe ich ja leider gerade nicht. Ah ja doch. ...152 leere Gläser, da sollte ich langsam mal wieder Wasser holen. Okay, können wir ein bisschen was gucken. Das ist Kartoffeln hätte ich ansetzen können. Ja gut, 41 Kartoffeln reicht. Schade, dass man nie Fleisch ansetzen kann. Aber wir haben es schon wieder geschafft. Wir sind schon wieder lange am Ende von einer Folge. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Wenn ich vielleicht wieder eine Geschichte erzähle. Aber auf jeden Fall wieder Seven Days to Die spiele. Mach's gut, bis bald. Bye bye.